You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen 30-minütigen Silbersammeltour. Ja, weil genau das passiert heute. Ich hatte es ja letzte Folge schon angekündigt. Wir brauchen mehr Silber. Ich möchte endlich alles auf Maximum kriegen. So, was haben wir? 14 Silber haben wir zusammen. Wir wollten doch noch irgendwas aufrüsten. Und haben dann gemerkt, es klappt nicht mehr, oder? War da nicht irgendwas? Komm, wir gucken nochmal fix. Was haben wir denn hier Schönes? Frostner braucht 45, viel zu viel. 30 Silber. Ne, wir hatten das, glaube ich, das eine noch aufgerüstet. Naja, da sind wir noch weit von entfernt. Ne, das wird nichts. Okay. Dann. Machen wir mal noch kurz den Scheiß hier weg. Schlafen können wir gerade nicht, dann brauchen wir aber zumindest mal was zu futtern. Und so ein bisschen Ausgeruht-Skill wäre geil. Ja, es geht sehr, sehr gut voran, was den Dachboden angeht. Ich freue mich extrem. Ich muss mal gucken. Wenn es richtig, richtig, richtig perfekt läuft, dann eventuell schon Ende diese Woche fertig. Wenn es schlecht läuft, Ende nächste Woche. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Man plant sich das dann so und dann kommen wieder 1 Million Sachen dazwischen und da noch irgendeine Kleinigkeit und das musst du noch bestellen, weil das hat gefehlt und naja, wie es dann halt immer so ist, ne? Boah, hier fliegen Katzenhaare rum, ey. Wahnsinn. Was wollte ich denn sagen? Achso, ja, mal gucken, wie es halt läuft. Aber ich sag mal, in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall. Ich möchte euch jetzt nichts versprechen, was da nicht hinhaut. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ja, Folge heute kommt ein bisschen später. Ich denke mal, entweder 21.15 Uhr oder spätestens 21.30 Uhr. Wir haben es halt jetzt schon 20.11 Uhr. Ja, hat es heute einfach nicht geklappt mit Aufnehmen, aber naja, die meisten gucken das sowieso relativ, also später als 19 Uhr, relativ später am Abend, das wollte ich sagen. Oder viele auch dann erst am nächsten Tag, also hoffe ich mal, dass nicht ganz so schlimm ist für euch. Hier haben wir doch noch Silber, ne? Das sieht gut aus. So, komm, wir hacken mal durch. Das Rendern und Hochladen dauert prinzipiell gar nicht mal so lange. Also 40 Mbit Upload zu Hause, das macht sich schon bemerkbar. Also hochgeladen sind die Folgen eigentlich in, weiß gar nicht, 7, 8 Minuten. Rendern selber geht mit meinem Computer auch relativ schnell. Der braucht tatsächlich nur 3, 4 Minuten für so eine Folge. Aber was immer lange dauert, ist, bis die HD-Version von YouTube dann fertig ist. Ich könnte das halt auch schon gefühlt 10 Minuten, nachdem ich es aufgenommen habe, hochladen oder öffentlich stellen, dass ihr es sehen könnt, aber dann könnt ihr das alle euch nur in 360p angucken und das will sich, glaube ich, keiner mehr antun 2022. Ja, ist tatsächlich das, was am meisten Zeit frisst, deswegen wird es wahrscheinlich so 21.30 Uhr oder 21.15 Uhr werden. Mal gucken. Ich bin echt mal gespannt, wie es dann wird mit dem Gaming Room. Ich habe viele Pläne, ich habe viele Sachen bestellt, alles, was ich verbauen werde und so. Aber es ist dann halt auch immer noch mal was anderes, wie es am Ende auf der Kamera rüberkommt. Also einerseits erstmal, wie es überhaupt aussieht, wenn es fertig ist. Weil vorstellen kann man sich immer viel. Wie es dann am Ende umgesetzt aussieht, ist immer noch mal eine andere Geschichte. Naja, und wie es dann auch noch mal auf der Kamera aussieht. Weil, wenn es blöd läuft, brauche ich noch ein neues Objektiv. Ich muss mal schauen, weil der Raum ist halt ein bisschen größer und ich mache so ein bisschen was mit der Wand, die relativ weit weg ist, was geil aussehen soll, zumindest erstmal so ein Gedanken. Ja, aber die Kamera ist halt, also die Kamera ist gut, das Objektiv ist scheiße. Und das macht halt einfach auf die Nähe, auf die es jetzt steht und generell mit der Blende und, ach, keine Ahnung, der Brennweite, die das Objektiv hat, macht es halt einfach auf weitere Entfernungen ganz schöne Unschärfe. Und das wäre uncool, wenn die Wand, die ich richtig schön machen möchte, damit es für euch geil aussieht im Bild, dann komplett unscharf ist. Deswegen bräuchte ich sehr wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wie es am Ende ist, aber es könnte passieren, dass ich halt ein Weitwinkelobjektiv brauche. Bei dem der Hintergrund dann auch noch schön scharf ist. Mal gucken, werden wir sehen. Ja, aber ich denke, es wird auf jeden Fall geil. Sind wir schon wieder voll? Wahnsinn, aber schon 17 Silber zusammen. Das ging ja jetzt mal fix.
jetzt so lange gequatscht, das geht eigentlich. Also, ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Das wollte ich damit bloß nochmal sagen und mal schauen. Daumen drücken. Eigentlich steht und fällt es mit den guten Lieferdiensten. Weil ich wohne halt nun mal mitten am Arsch der Welt. Im Arsch der Welt. In einem kleinen Dorf. Und sobald eine Sache nicht per DHL kommt, kommt sie meistens sehr spät. Das ist so ein bisschen der Fluch, den man halt hat, wenn man am Arsch der Welt wohnt. Wir müssen schon wieder zurück. 25 Silber, alter Schwede. Geht jetzt mal richtig fix und geil. Wenn wir jetzt durchs Portal gehen, haben wir schön Schneesturm in der Basis. Da freue ich mich drauf. Ja, bei allen anderen Lieferdiensten, die es so schön gibt auf dieser Welt oder zumindest in Deutschland. Ach, guck mal. Mega, Mann, jetzt das scheiß Portal im Bild. Ja, da klappt es halt einfach nicht. Die haben halt irgendwie Riesentouren und die haben dann immer keinen Bock extra wegen einem Paket nochmal hier hoch zu mir ins Dorf zu fahren. Da bekommst du dann immer 3 Tage hintereinander eine E-Mail. Wir konnten sie leider nicht antreffen oder ihre Adresse war nicht auffindbar oder irgendwie sowas Schönes. Obwohl die gar nicht hier waren. Bei manchen Lieferdiensten kann man es ja verfolgen. GPS-mäßig, ob wirklich jemand, also siehst du halt und wenn du dann siehst, der war gar nicht mal in der Nähe von hier und dann kommt, wir konnten sie leider nicht antreffen, naja, außerdem merkst du es ja auch, wenn du zu Hause bist, ob jemand geklingelt hat oder nicht, aber no front an der Stelle an die Paketboten, wir haben auch alle einen echt miesen Job, oder naja, ja, einen harten Job, sagen wir es mal so, von daher, kein Hate an der Stelle, ich kann es verstehen. Aber für mich persönlich ist es natürlich immer nicht so geil. Ja, deswegen mal gucken. Ein Paket mit meinem neuen Tisch, mit meinem Gaming-Tisch, der ist angekündigt oder das Paket ist angekündigt. Für Freitag. Ich weiß leider nicht, über welchen Lieferdienst es kommt. Es stand nicht mit drin. Warte mal, Entschuldigung, ich bin echt gerade nicht multitaskingfähig. Nee, wir brauchen... Ach scheiße, ich wollte doch schon längst mal wieder Holz sammeln gehen. Boah, ich hab's einfach nicht geschafft, Mensch. Ich tut mir leid. Ich hab's einfach nicht geschafft. Was mache ich denn? Ich wollte das wegmachen. Es stresst mich. Danke, liebes Spiel. Ich weiß, dass ich gestorben bin. Naja, komm. Hauen wir halt nochmal ein bisschen Kernholz durch. Dann lasst mal versuchen rauszukriegen, ob das wirklich mehr bringt. Wir hauen jetzt mal das ganze linke voll mit Kernholz, aber wir können 2 voll hauen. Und wenn wir es aufnehmen, müssen wir dann mal einzeln gucken, wie viel jedes abgeworfen hat. Und das später nochmal mit normalem Holz probieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber 25 Holz haben meistens auch 25 Kohle rausgeworfen, ne? Glaub schon. Naja, wir werden es sehen. So, zack. Ja, der Gaming-Tisch ist halt für Freitag angesagt und den brauche ich, sonst geht natürlich gar nichts, weil ich habe hier noch so einen richtig, richtig uralten Antik-Tisch, auf dem hier gerade alles steht. Man sieht es hier drüben so ein bisschen. Das Ding ist von, keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhundert und das kriege ich einfach nicht da hoch. Den kriege ich einfach nicht da hoch. Der Treppenaufgang zum Dachboden ist so schmal, das kannst du vergessen. Ich bin auch nicht traurig drüber, weil die ganze neue Einrichtung sowieso alles ein bisschen moderner wird und so. Aber, ja, deswegen muss man halt mal gucken, weil wenn die für Freitag geplant ist, die Lieferung, dann kriege ich wahrscheinlich Montag die erste E-Mail, dass es nicht zugestellt werden konnte, dann Dienstag nochmal, Mittwoch nochmal und wenn es gut läuft, kommt er dann am Donnerstag. Naja, und dann ist halt auch die Frage, wenn er dann erst Nachmittagabend kommt, kann ich ihn erst Freitag aufbauen und dann wird es halt schon wieder erst Ende nächste Woche, ne? Also, müssen wir halt mal gucken. Aber trotzdem sehr, sehr gut in der Zeit. Ich habe halt eigentlich erst mit Ende März gerechnet. Und bin deshalb auch ein bisschen erstaunt, dass es jetzt doch schon relativ schnell klappen könnte. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe vor allem auch Bock zu streamen und euch live dabei zu haben und auch ein bisschen mit euch cool zu kommunizieren zu können.
Ich sag mal, klar, ihr schreibt auch viel Kommentare und ich kann es beantworten und so, aber so live ist das ja doch irgendwie nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, dann können wir uns auch einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Also ich werde definitiv mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erstmal Valheim streamen und dann mal gucken, was wir machen. Ob wir hier so ein bisschen Ressourcen sammeln oder mal ein bisschen noch Cutter aufdecken und so. Also jetzt den neuen Endboss oder, naja, nicht den neuen, den letzten Endboss killen oder sowas. Das natürlich nicht. Aber ich sag mal so, Ressourcen sammeln und vielleicht nochmal ein bisschen neue Gebiete entdecken und sowas. Das können wir ja gerne zusammen machen bei Twitch. Also samstags wird es dann auf jeden Fall immer und noch einen Tag in der Woche. Aber ich entscheide noch, welchen Tag. Kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich muss mal gucken, wie es bei mir am besten passt. Also Samstag auf jeden Fall und einen Tag noch in der Woche, dass wir zweimal die Woche Twitch machen. So wird es werden. Ich denke mal dann meistens so ab 20, 20.30 Uhr. Da gebe ich euch aber auch nochmal Bescheid. Es sind auch schon wieder 10 bei rumgekommen, ne? Und wir haben schon wieder viel zu viel Dings einstecken. Komm, wir hauen hier mal sowas hin. Jetzt ist die Frage, ich habe es wieder nicht ordentlich aufgedeckt. Ja, schön. So habe ich es mir vorgestellt. Ja, also gegen 20:30 ungefähr. 20:30. Und dann ist halt geil, dann können wir uns auch ein bisschen Zeit lassen. Dann können wir einfach mal ein paar Stunden hintereinander hier was sammeln und erkunden. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich denke mal, die Samstag-Streams werden ein bisschen länger werden, weil halt Sonntag frei und so. In der Woche ist immer ein bisschen schwierig. Bei mir wechselt der freie Tag jetzt immer so ein bisschen hin und her. Und naja, mittlerweile ist halt meistens so um 5 aufstehen gesagt, um 5, halb 6. Glaube ich, brauche euch da nicht erklären, dass wir da nicht unbedingt bis 0 oder 1 Uhr streamen können. Also zumindest ich nicht. Soll ja Menschen geben, die nur mit 4, 5 Stunden Schlaf zurechtkommen, aber nee, ich nicht. Also das geht mal einen Tag oder mal zwei notfalls, aber dann zeigt mir mein Körper das auch relativ deutlich, dass er mal wieder Bock hat auf 8 Stunden. Oder 7. 7 brauche ich meistens, aber wenn ich jetzt 2 Tage wenig bin, dann 8. So, ich will gar nicht so weit ausufern. Sorry. Ja, deswegen, unter der Woche wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Ich denke mal so 2-3 Stunden streamen. Ach, kacke, die Hacke in Arsch. Ach, kacke, die Hacke. So nenne ich die Folge. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran, wenn die Folge rum ist. Letztens habe ich nämlich auch gesagt, so nenne ich die Folge und dann fiel es mir im Nachhinein nicht mehr ein, was ich gesagt habe. War ein bisschen dumm. Ja, also so circa, warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken. Hätte ich natürlich auch machen können, währenddessen das Portal lädt, aber nö. Da müsst ihr durch. Schön. Ja, also, unter der Woche, ich denke mal so 2 bis 3 Stunden maximal. Und samstags können wir gerne ein bisschen länger machen. Ihr glaubt nicht, wie ich mich freue. Ohne Scheiß, das ist echt kein Spaß gerade. Einerseits freue ich mich einfach auf ein neues, geiles Zimmer, was ich komplett für mich habe und einfach komplett so dekorieren kann und geil machen kann, wie ich es mir schon immer vorgestellt habe. Und auf Twitch freue ich mich einfach auch so krass. So lange vorgenommen und endlich eine Lösung dafür gefunden. Ich hoffe, ich gehe euch nicht auf die Nerven mit dem Gelaber dazu. Aber wir sammeln halt Silber. Da kann ich euch jetzt auch nicht so viel spannende Sachen erzählen, die gerade passieren, außer, oh, wieder reingehackt, oh, wieder reingehackt und wieder ein Silber. Ja, ist halt auch doof. Dann nutze ich die Zeit mal lieber, um ein bisschen über Zukunftspläne. Ich gucke immer noch hier hinten nach dem Stein, ne? Ja, Zukunftspläne zu erzählen und so. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Schon wieder 15, also alter Schwede, ne? Die Ader war jetzt sehr ergiebig, hier kam viel rum und wir haben ordentlich Dings. So, jetzt lasst mal gucken. Kriegen wir das irgendwie hin, dass wir nur die aufnehmen? Das werden ja auch, ja, es sind 25. Es kommt auch selber raus, ne? Weil 25 waren es, glaube ich, auch bei normalem Holz. Dann ist es natürlich irgendwo schon ein bisschen Verschwendung, das gute Kernholz dafür zu nehmen, aber wenn du nichts anderes hast,
Na, zur Not frisst der Teufel halt Fliegen. Oder brennt halt Kernholz in Kohle um. Finde ich ein bisschen schade, dass es da noch keine High-End-Lösung im Spiel gibt. Wie auch immer die hätte aussehen können. Da will ich nicht drüber nachdenken oder da fällt mir auch nichts ein, aber dass man so am Ende vielleicht mit, was weiß ich, Silber und Schwarzmetall oder so. Wir haben ja zum Beispiel auch so einen Hochofen gebastelt, dass man da nicht hätte irgendwie noch eine effizientere Variante draus machen können. Steinofen, Hochofen, aber hier kannst du halt wirklich nur das Schwarzmetall drinne brennen. Naja. Wie sieht's denn aus? 16 Minuten gleich rum, das heißt wir haben noch eine knappe Viertelstunde. Ja, wir hacken jetzt noch die restliche Ader weg, aber dann müsste es ja schon langsam passen, hoffe ich, oder? Ja, es war schon noch teuer, Frost noch vor allem. Wir werden sehen. Dann machen wir jetzt ein bisschen Lack. Dann können wir nächste Folge bauen. Ich hatte jetzt noch kurz... Oh, 90 Steine, alter Schwede. Also Inventar gleich wieder voll. Ich weiß gar nicht, wo mit dem ganzen Stein, was wir damit alles machen sollen. Ja, ich hatte erst so ein bisschen überlegt heute, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir uns jetzt nach dem Silbersammeln doch erstmal zum Boss aufmachen, den killen. Und in der Zwischenzeit vielleicht der Gaming Room fertig ist, dass wir das ganze Hausausbau und Co. alles zusammen auf Twitch machen. Weil es halt doch ein bisschen länger dauert und so, aber ich glaube, das machen wir erstmal nicht so. Einerseits können wir wahrscheinlich mit den Materialien, die wir hier heute gesammelt haben, schon alles maxen. Dann können wir nächste Folge den Boss besiegen, hoffentlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch dreifach so krass wie Knochenwanst. Aber ich glaube nicht, weil ich überall gelesen hatte, dass Knochenwanst der heftigste ist. Und ich brauche dafür 10 Folgen, aber sag mal so, wenn es gut läuft, könnte man ja schon nächste Folge töten. Naja, und wenn das Zimmer erst Ende nächste Woche fertig wird, ist auch doof. Und naja, mal gucken. Also so werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, wir schieben jetzt mal ein paar Baufolgen rein. Werden uns dann auf den Weg machen zum Endboss. Werden dann noch mal ein bisschen nach Loxi gucken und vielleicht Ebenenbasis was machen. Und dann können wir im Twitch-Stream auch immer noch... Nehmen wir noch auf, ja. Können wir im Twitch-Stream dann auch immer noch so ein bisschen Deko machen und Inneneinrichtung. Ist dann leider eh so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht, ne? So blöd, wie es klingt. Aber ich sag mal, wenn der Endboss besiegt ist und wir auch schon einigermaßen mit dem Haus fertig sind, ich möchte dann auch nicht einfach wochenlang nur Deko-Folgen bringen. Versteht ihr, was ich meine? Also, ist halt auch scheiße. Also entweder machen wir es dann halt wirklich so, dass ich es prinzipiell erstmal nur noch auf Twitch streame und immer so ein bisschen Highlights hochlade, so zusammengeschnittene Videos aus halt so in einem 2, 3, 4 Stunden Stream. Oder dann so ein bisschen halt die Highlights am Start sind. Und man halt sieht, wie es hier weitergeht, weil, weiß nicht, euch jetzt wochenlang nur mit Deko-Folgen zu nerven oder mit Erkundungsfolgen oder so, ich weiß noch nicht genau. Ist halt die Frage, wann kommt das nächste Update, aber prinzipiell sind wir halt zeitnah eigentlich schon durch mit dem Spiel. Weiß nicht, könnt ihr mal eure Meinung sagen. Wer jetzt sagt, scheiß drauf, zieh halt durch, jeden zweiten Tag eine Deko und was weiß ich, Rohstoff-Sammelfolge. Ich habe es ja bisher im Let's Play eigentlich immer so versucht, dass ich es ein bisschen abwechslungsreich gestalte. Dass wir halt immer mal ein paar Folgen das machen, ein paar Folgen wieder was anderes, dass es halt nicht zu langweilig wird. Ja, könnt ihr gerne mal Bescheid geben. Oder aber halt sagt, nee, komm, scheiß drauf, dann stream halt lieber zweimal die Woche. Wir können es uns 3-4 Stunden reinziehen und schnibbel am Ende ein schönes Video zusammen, wo dann halt vielleicht nur 2 Videos halt pro Woche kommen, aber halt so ein bisschen die Highlights und so. Ich weiß noch nicht genau. So, ich glaube, wir sind durch, oder? Da war eine Ader. Hallo. Hier war eine und hier lang, oder? Bisschen Schiss, dass ich irgendeine Ader übersehen habe, dass hier vorne gar keine war. Ich weiß es leider schon wieder nicht mehr.
Wir hacken hier mal noch ein kleines bisschen auf. Komm, jetzt nimm doch die Hacke. Nicht, dass hier noch was lang ging. Also an sich sind es ja nur drei Adern. Ich hätte das wahrscheinlich auch so nicht... Nee, ich hätte es ja so nicht aufgekloppt. Wir haben ja vorhin, glaube ich, auch hier drüben noch was geholt. Ich glaube, das war's. Wie viel haben wir noch rausgekriegt? Nochmal 20, okay. Das ist schon geil. Dann lasst uns das erstmal mitnehmen. Inventar ist eh fast voll. Ich höre Wölfe. Gar kein Bock. Ja, also lasst mich gerne mal wissen. Ich überlege selber noch ein bisschen. War heute auch mal wieder bloß so ein kleiner, kurzer Gedanke, der mir so durch den Kopf schoss. Okay, also wir haben schon mal 35 Silbererz. Jetzt ist die Frage, hier ist überall schon wieder die Kohle leer, ne? Alter Schwede. Hier auch. Boah, ist das krass. Man hätte ja vielleicht doch einfach den Teer oder so nehmen können. Ja gut, okay, macht vielleicht mit Teer nicht Sinn, aber irgendwie so neues Material, was du reinhaust und das einfach die 10-fache Effizienz hat von Kohle. Das fände ich geil. Guckt mal, Leute, wir haben jetzt 53, Entschuldigung. Das heißt, Frostner hat 45 gekostet. Ja, dann haben wir noch 8 übrig. Dann brauchen wir hierfür nochmal 30, also noch 22. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben hier nämlich noch 35 und hier haben wir noch ein paar drin, also roundabout 40. Das heißt, den kriegen wir auch hoch. Der Rest ist alles auf Max. Schwarzmetallschild. Brauchen wir eigentlich bloß noch Edelholz und, ja, Ketten vielleicht eventuell noch. Müssen wir noch mal in den Sumpf. Was wollte ich denn jetzt wegschaffen? Stein. Also sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir wieder gutes Kernholz verballern. Gar keinen Bock, aber naja, was soll's. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal so machen, dass wir jetzt nach der Folge wieder ein bisschen bauen. Ich habe selber Bock drauf, ich denke ja auch. Und dann machen wir ein paar Baufolgen, ziehen uns dann den Endboss rein und wenn der finito ist, müssen wir dann halt mal schauen. Ich weiß gar nicht, als nächstes war ja glaube ich Chips in Sie oder Sie in Chips, ich weiß nicht mehr genau wie rum, geplant. Da sollte es ja personalisierte Boote geben. Und generell die Seefahrt irgendwie ein bisschen interessanter gestalten. Oder gestaltet werden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht auch gerade für die Streams. Dann können wir hier noch ein bisschen Welt erkunden und vielleicht sehen wir dann unterwegs mehr. Sag mal, die ein oder andere Seeschlange. Die muss eigentlich auch noch dran glauben. Wir haben nicht mehr so viel Schlangen oder wir haben generell nicht viel Schlangen. Ein Top 4 Stück. Mehr haben wir nie besessen. Gut, also Kohle am Brutzeln. Warum passiert... Ach nee, hier ist nichts mehr drin. In den beiden ist noch was drin. Dann gib mir jetzt erstmal... Das war klar. Wie viel denn noch? Na, ja, 3, 4 sind es noch, ne? 1, 2, 2 waren es noch, okay. 2 zu viel. So, zack. Leider ist schon wieder Tag, ne? Es ist irgendwie immer so. Wenn du Bock hast, dass hell ist, ist dunkel. Und wenn du dann mal Nacht bräuchtest, um schlafen zu gehen, um den ganzen Prozess des Schmelzens zu beschleunigen, dann ist natürlich Tag. Also, 45. Warte, bevor ich das einpacke, gucken wir nochmal... Ne, es hat nur 45 Silber gekostet, ne? Ich glaube schon. Komm, baller nochmal 15 durch. Ach, Mann. Wenn du dich beim letzten Klick verklickst. Das ist scheiße. Jawohl. Frostner, wir haben aktuell einen Wert. Da haben wir es stehen, links auch nochmal, für die, die blind sind. 35 Hauen, 58 Eis... Geist 20. Ach nee, links steht dann die alten Werte. Entschuldigung. Also Geist 20 bleibt gleich. Eis wird aber um 6 Punkte erhöht. Und Hauen
bleibt auch gleich. Es wird nur der Eiswert erhöht. 26 bis 42 auf 30 bis 47. Sehr viel mehr passiert nicht, ne? Nö. Tatsächlich nicht. Egal, wir wollen es auf Max haben. 3, 2, 1. Bam. Geil. Schön. Jetzt brauchen wir noch den Torger Fangzahn. 30 Silber, 6 Hirschfell, bisschen Glibber und Rinde. Kriegen wir auch noch zusammen. Ja, die Eisenspitzhacke wollten wir irgendwann mal noch hochkriegen. Ja, da müssen wir wieder Eisen sammeln. Wir brauchen wahrscheinlich eh noch Eisen für drüben. Naja. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Nee, passt. Gut. Wollte nur gucken, ob der Sound vom Spiel richtig an ist. Also ich höre ihn ja selber, aber manchmal stelle ich den leise, aber nur über dieses Xbox-Menü oder wie immer das auch heißt bei Microsoft. Ja, sieht, da ist halt irgendwie das Xbox-Menü. Und ich habe erst relativ spät gecheckt, dass es dann auch in der Aufnahme leise ist. Ich habe das halt manchmal, wenn ich so Ressourcen gesammelt habe. Wie viel haben wir denn jetzt? Also einfach nur stupide Holz gesammelt oder irgendwas anderes, was wir gebraucht haben. Dann mache ich mir halt das Spiel ganz leise und habe hier auf dem zweiten Bildschirm irgendwie noch Netflix laufen. Und dachte nicht, dass auch in der Aufnahme so ist. Deswegen war das, ich weiß nicht wie viele Folgen, aber es war eine ganze Zeit lang war der Spielsound sehr leise. Am Anfang da habe ich das irgendwie noch nicht so gut einschätzen können. Dann habe ich es irgendwann verbessert und dann waren es wieder ganz viele Folgen, wo der Spielsound mega leise war. Sorry dafür, jetzt wisst ihr warum. Ich habe dann halt einfach das Headset lauter gemacht. Ja. Hab's dadurch selber nicht mitbekommen. So ist das halt, wenn man nichts in der Birne hat. So, na gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns früher oder später. Machen wir jetzt hier mal Feierabend, weil wir sind schon wieder knapp bei einer halben Stunde. Das Silber kann brutzeln. Mein Handy klingelt auch pünktlich. Irgendjemand möchte mit mir telefonieren. Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir basteln hier nächste Folge weiter. Die Galerie wird gebaut. Und erstmal so generell den ganzen Aufbau innen von Etagen und Räumen her. Ja, und dann später irgendwann noch die Deko. Übermorgen 19 Uhr geht's dann hoffentlich weiter, wenn nicht was dazwischen kommt. Aber sollte passen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.